So, lieber Rabenfüchse, jetzt wären wir noch beschenkt hier mit ein bisschen Sonne. Das ist schön. Hallo, liebe Rabenfreaks. Es ist absolut faszinierend. Es ist faszinierend. Der erste Schnitt mit dem Toro E-Flex. Ich habe gedacht, komm, film nicht. Lass es. Das ist nur Spitzen und man sieht nichts. Jetzt guckt mal. Jetzt guckt mal. Ist das der Hit? Ist das der Hit? Hallo, Rabenfüchs. Es ist echt, es ist herrlich. Ja, ich habe tatsächlich den E-Flex auf 15,5 mm Schnitthöhe eingestellt. Ich hatte ja Probleme mit meinem Greensmaster, könnt ihr nochmal gucken. Den kriegte ich ja nicht so hoch eingestellt. Und ich wollte eigentlich erst auf 18 mm anfangen. Jetzt habe ich schon die Südkante auf 15,15 gemäht. Jetzt habe ich den E-Flex auch auf 15,5 eingestellt, weil ich glaube, der drückt ein bisschen stärker runter. Der ist ein bisschen schwerer. Die Spindel, das ist immer, ne, der eingestellte Schnitt und der tatsächliche, die tatsächliche Schnitthöhe. Das muss man ein bisschen ausbalancieren mit verschiedenen Geräten. Ja, ja gut, die Ein-Drittel-Regel habe ich jetzt wahrscheinlich nicht so ganz eingehalten. Aber das sieht schon echt irre aus. Es ist natürlich von oben betrachtet noch ziemlich löchrig, wenn man hier so guckt. Ja, da seht ihr natürlich noch die ganzen Löcher. Aber es ist ein Anfang. Yeah! So, stellen wir mal um. Ja, Rabenfreaks, der Boden ist noch ganz schön wellig. Ich bin ja sehr oft jetzt hier im Winter mit meinem Greensmaster über diese Fläche rübergefahren, um mir vor allem die Wurmhäufchen zu bürsten, platt zu bürsten. Und da hat er doch ein paar Wellen reingedrückt. Man merkt das. Der E-Flex, der hüpft immer noch so ein bisschen. Aber das wird sich geben. Das wird jetzt wieder tatsächlich auch durch die schwere Maschine, der wiegt 130 Kilo. Durch diese Maschine wird das jetzt schon wieder so ein bisschen glatt gedrückt. Sand muss auch drauf, um die Fläche ein bisschen glatter zu bekommen. Kommt aber alles erst im April, denke ich. Weil dieses Frühjahr war schon extrem hier in Norddeutschland. Aber kein Problem. So, hier, komm, einmal Schnittgut. Schnittgutkontrolle. Oh, hier guckt euch das an. Ey, nur so ein paar Bahnen. Das ist schön. Ich muss euch noch was zeigen. Ich weiß nicht, ob man das sieht.
das werdet ihr wahrscheinlich sehen, hier die Heckrolle, da hat immer so dermaßen dieser Wurmhaufendreck draufgeklebt. Und jetzt habe ich hier ein Holz reingesetzt, damit die Heckrolle abgestriffen wird. Und das funktioniert tatsächlich ganz gut. Kann man nicht so gut sehen, dazu müsste ich die Spindel ausbauen. Aber das war echt, das war kaum auszuhalten. Es gibt natürlich teure Lösungen für den E-Flex, um die Heckrolle auch sauber zu halten. Ich habe das mit so einem Holz gemacht. Noch mal kurz zum Thema Düngung. Ich habe noch nicht gedüngt. Wir haben jetzt den 30. März und es soll die ganze nächste Woche wieder Minustemperaturen nachts geben und tags nur so 8, 9 Grad. Das ist einfach noch zu wenig. Das ist immer noch zu wenig. Also hier im hohen Norden ist der Frühling noch nicht da, noch lange nicht da gefühlt. Ich werde jetzt wahrscheinlich vor Ostern erst das erste Mal düngen. Und das heißt jetzt nächste Woche Donnerstag wahrscheinlich. Und dann hoffen wir mal, dass es endlich ein bisschen anzieht, ein bisschen wärmer wird, damit der Dünger auch natürlich genutzt wird. Sonst wird er im schlimmsten Fall nur weggespült und ja, und steht den Pflanzen überhaupt nicht zur Verfügung. Also ich denke, wir müssen Geduld haben, nach wie vor nicht zu früh anfangen. Und dann wird es wahrscheinlich abgehen. Cool. So, lieber Rabenfix, jetzt wären wir noch beschenkt hier mit ein bisschen Sonne. Es ist herrlich, herrlich.